Wir bauen uns einen weiteren Schwarz-Weiß-Look aus meinem E-Book zusammen und ja, los geht's. Genau, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, ich habe ja vor einiger Zeit einfach mal ein E-Book geschrieben mit unterschiedlichen Schwarz-Weiß-Looks, wo ich wirklich Schritt für Schritt erkläre, wie diese in Photoshop aufgebaut sind. Und ich springe hier einfach mal ganz kurz durch das E-Book durch. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link, wo du das runterladen kannst. Es gibt so ein paar allgemeine Sachen, die hier im Vorfeld erklärt werden. Und wenn man dann hier sich einmal durchgeklickt hat, kommt man zu den unterschiedlichen Looks. Ja? Also wir haben hier beispielsweise rechts den erzielten Look und links haben wir die Beschreibung, was zu tun ist, Schritt 1, 2 und so weiter, mit kleinen Grafiken, dass du ungefähr weißt, in welche Richtung das zu gehen hat. Also wenn du hier zum Beispiel so eine Kurve hast, dann muss die Kurve halt im Prinzip bei dir genauso aussehen. So, und wir schauen uns heute mal den 9er Look an. Der ist ein bisschen komplexer und den werden wir jetzt einfach mal nachbauen. Was wir als erstes machen, ist uns mal anschauen, wie der Look am Ende dann aussieht. Also ich habe hier mal drei Bilder geöffnet, diese drei, und da werden wir das Ganze einfach mal abspielen. Ich nehme mir dazu einfach mal mein Preset Action Panel, dort habe ich nämlich meine Schwarz-Weiß-Looks einmal hinterlegt und dann ist es dieser feine Look. Der ist ein bisschen kontrastreicher als die anderen Looks, die wir zuvor hatten. Das heißt, wenn du eher so kontrastreiche Schwarz-Weiß-Looks magst, dann ist das vielleicht eine ganz gute Adresse für dich. Ja? Also, schließen wir mal diese Bilder hier. Ich schließe mal das Panel und du siehst letzten Endes schon, dass hier so ein bisschen was passiert ist. Wir haben unterschiedliche Ebenenmasken und unterschiedliche Einstellungsebenen und die werden wir jetzt einmal nachbauen. Also, ich verkleine mal das Bild ein bisschen, dass wir uns daneben mal die PDF-Datei ziehen können, dass wir das alles parallel im Blick haben. So, also fangen wir mal an. Schritt Nummer 1 ist eine Einstellungsebene schwarz-weiß. Wir gehen also in das Korrekturfenster. Wenn du das nicht siehst, dann gehst du auf Fenster, Korrekturen und legen uns mal eine Einstellungsebene schwarz-weiß an. Dann müssen wir uns eine Auswahl erstellen, und zwar eine Luminanzauswahl aus RGB-Kanal. So, das bedeutet, wir gehen in die Kanäle und das ist ja unser RGB-Kanal. Und von dem ziehen wir eine Luminanzauswahl. Das machen wir, indem wir halt die Command- bzw. Steuerungstaste gedrückt halten und einfach hier vorne auf dieses kleine Thumbnail klicken. Und dann siehst du, dass du eine Auswahl bekommst. Und diese Auswahl müssen wir jetzt im nächsten Schritt einmal umkehren. Das machen wir über Auswahl, Auswahl umkehren. Und jetzt legen wir uns eine Gradationskurve an. Das heißt, wir gehen wieder zurück in die Korrekturen und legen uns eine Gradationskurve an. So, das, was jetzt passiert, ist folgendes, dass die Auswahl automatisch als Ebenenmaske an unsere Gradationskurve angehängt wird. So, und in der Gradationskurve machen wir jetzt folgendes. Wir brauchen diese drei Punkte. Das heißt, Punkt 1 und Punkt 2, die sind ja eh immer da. Das ist der Tiefenpunkt und der Lichterpunkt hier unten. Und dadurch, dass wir einen dritten Wert haben, wissen wir, dass wir in der Mitte auch noch einen Punkt brauchen. So. Schauen wir uns das mal an. Also der erste Punkt muss bei 35,0 sein. Das heißt, wählen wir uns den mal an. Eingabe 35, Ausgabe 0. Jetzt brauchen wir den zweiten Wert. Dazu klicke ich hier einmal auf diese Diagonale, dass ich einen neuen Punkt setze. Und der bekommt die Werte 129 zu 59. Und jetzt brauchen wir letzten Endes noch hier oben den einen Punkt. 255, 255. Jetzt machen wir hier genau das Gleiche, ziehen uns wieder eine Luminanzauswahl, also in die Kanäle, wieder eine Auswahl von dem aktuellen Stand machen, gehen wieder auf die Ebenen, wieder eine Gradationskurve anlegen und jetzt brauchen wir deutlich mehr Punkte, das heißt 0, 0 und 255, 255, das sind die zwei Eckpunkte, die brauchen wir. Und jetzt brauchen wir noch insgesamt 1, 2, 3 weitere Punkte. Die lege ich mir alle gleich mal an. Und jetzt klicke ich mal durch. Das heißt, der erste Punkt hier bekommt die Werte 48, 100. Der zweite bekommt 190, 190. Und der nächste bekommt, 221 zu 222. Als nächstes brauchen wir einen Verlauf und das machen wir über eine Einstellungsebene Verlauf.
Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir einmal Art linear, Winkel 90 Grad, skalieren 100, Ebenenmodus ineinander kopieren. Das müssen wir im Nachgang noch ändern. Und Deckkraft 28% ändern wir auch im Nachgang. So, jetzt brauchen wir hier aber erstmal einen Verlauf, der wie folgt definiert ist. Und zwar Position 0, das ist das hier, bekommt die RGB-Werte 0, 0, 0. Das ist reines Schwarz. Dann brauchen wir einen zweiten Punkt, und zwar Position 62. Das heißt, ich klicke hier unten einfach mal hin und dann bekomme ich nämlich einen neuen Punkt, den ich auf die Position 62 bringen kann. Und der bekommt die Werte 255, 255, 255, was reines Weiß ist. Und dann haben wir eine dritte Position auf Position 100, 0, 0, 0, das ist wieder Schwarz. So, was jetzt aber noch fehlt, ist Folgendes. Und zwar haben wir hier jetzt überall Deckkraft 0. Das sehen wir daran, dass wir hier so eine leichte Transparenz haben. Das müssen wir ändern. Das heißt, wir müssen die Deckkraft auf 100% bringen, damit wir jetzt wirklich den Verlauf von Schwarz zu Weiß zu Schwarz sehen. Dann können wir das Ganze bestätigen. Okay, und auch das bestätigen. Jetzt müssen wir den Ebenenmodus auf ineinander kopieren bringen und Deckkraft 28%. So, und jetzt müssen wir noch einen Schritt weitergehen, und zwar müssen wir bei unserer Verlaufsebene einmal in die Ebenenstile gehen. Das machen wir hier über dieses FX-Symbol und sagen Fülloptionen, das ist im Prinzip genau das gleiche für Optionen oder Ebenenstile. Zack, und jetzt brauchen wir eine Verlaufsüberlagerung. Wo haben wir sie? Hier. Da brauchen wir den Verlauf Schwarz zu Weiß, also Grundlagen Schwarz zu Weiß, in der Füllmethode ineinander kopieren. Zack. Art brauchen wir radial, auf einem Winkel von 65 Grad, bei einer Skalierung von 100%. Bestätigen, und dann haben wir jetzt hier unseren Schwarz-Weiß-Look. Einmal in die Gruppe gepackt, vorher, nachher. Und das ist ein weiterer Look aus meinem Schwarz-Weiß-E-Book. Wie gesagt, alle Links findest du unten in der Videobeschreibung. Und vielleicht kannst du damit was anfangen. In diesem E-Book-Paket befindet sich auch eine ATN-Datei, das heißt eine Photoshop-Aktionsdatei, wo alle Looks nochmal als Aktion mit gespeichert ist. Das heißt, du musst sie nicht alle nachbauen. Das ist alles nur für dich, dass du halt mal verstehst, wie das Ganze so aufgebaut ist, falls du ein bisschen selber rumexperimentieren möchtest und so weiter. Das heißt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findest du alle Links auch zu dem Preset Action Panel, weil die Frage des Öfteren gestellt wurde, was das für ein Panel ist und wo man das herbekommt. Auch unten in der Videobeschreibung findest du einen Link dazu, ist auch kostenlos. Und da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal. Und wir freuen uns, ich freue mich, wenn du im nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Bis dann, ciao.